Unsere Produkte werden energetisch hochgeschwungen. Ja, das heißt, sie sind A, schon mal technische Antennen, die von sich aus schon Energie, Schwingung abgeben, Skalarwellen anziehen, abgeben, ob das jetzt hier die Multiwellen-Oszillatoren sind, ob das kleine Anhänger sind, ob das zum Beispiel hier so ein Gerät ist, was du in der Hand halten kannst. Das ist wirklich ganz toll von der Größe, weil das ist eine Tesla-Spule. Dann haben wir ein Hologrammchip drauf gemacht, auch oben und unten, eine ganz spezielle Kristallmischung. Und dann kannst du immer diese Energie, Power, kannst du immer aufnehmen. Ne? Kannst du natürlich auch in eine Tasche stecken. Ja, das kannst du dann auch irgendwo platzieren, dass wir das Ganze nicht mit Biophotonenenergien informieren in einer Maschine, sondern dass das Licht Energiefäden angebunden werden an dieses Produkt permanent. Und dann zum Beispiel das Thema Liebe, Licht, Frieden, Freude, Kraft, Stärke, diese Schwingung immer wieder abgibt. Bis zu Hunderten von Schwingungen zum Beispiel werden von diesem Produkt abgegeben. Hier sind es immer technische Produkte, weil, warum Tesla? Weil Tesla und auch ähnlich Lakowski, die haben mit diesen Antennen, mit diesen Schwingkreisantennen, mit diesen Energieantennen oder wie es hinter mir ist, zum Beispiel dieser offene Ring, geschlossene Ring, das baut dann so eine Energiewelle auf. Damit haben die natürlich experimentiert und das nutzen wir als Antenne, als Skalarwellenantenne. Die Energie modelliert sich und wird wieder in den Raum abgegeben. Zusätzlich aber binden wir ganz besonders und einzig am Markt die Produkte, also diese Materie, diese Energieprodukte noch mit Lichtmatrix-Energiefäden. Du musst dir vorstellen, wenn du hellsichtig wärst, könntest du sehen, dass ein Lichtfaden auf diesem Produkt ist, dass dann die Information Liebe abschwingt. Und natürlich verbreitet wird durch die Technik von so einer Antenne oder von so einem Multiwellengerät, das hinter mir ist. Das hat der Lakowski auch, da kann man sich zwischensetzen und sich dann beschallen.